mir Stock. Toni Teufel. Franz für Toni, bitte kommen. Und ihre Maschinen. 320 PS. Sie fahren Terminfracht in aller Herren Länder. Auf sie ist Verlass. Solches Bein sieht der Toni gern. Hi. Hi. Wo kommst du denn her? Aus der Nähe von Frankfurt. Frankfurt ist auch okay, oder? Mhm. Hast du hier Urlaub? Mhm. Und du? Ja, ich habe eine Firma in Adana. Wir machen ja sowas wie Betriebsregeln. Aha. Kommst du mit was trinken? Bin ja eigentlich verabredet. Naja, aber warum nicht? Gehen wir in die Bar? Mhm. Ich heiße übrigens Toni. Ich heiße Gabriela. Gabriela. Schöner Name. Und du? Wo kommst du her? Aus München. Mhm. Und wie lange bleibst du noch? Ja, ich muss bald wieder los. Und was magst du haben? Cuba Libre. Was ist denn das? Bestellt. Ein Cuba Libre bitte und für mich was zu trinken. Okay. Hey, Otto Schaffer? Franz Meerstock? Mensch, das gibt's doch gar nicht. Der alte, dicke Sack lebt immer noch. Ja, du siehst ja auch nicht schlecht aus. Das sind alles Muskeln. Stahlhart, mein Junge. Und die Frisur? Die Frisur sieht so aus. So, ein bisschen anders. Extra kurz schneiden. Ja. Gibt ja auch Frauen, die stehen nicht auf solche Lockenköpfe wie die. Was machst du denn hier? Ich mache ein bisschen Pause. Und du? Ach ja, halb Urlaub, halb Arbeit. Und auch müssen wir Bier trinken. Ja, das gibt's ja nicht. Treffe ich den alten Schaffer mitten in der Türkei. In welcher Branche bist du denn jetzt? Hotels. Ich soll hier was übernehmen. Und du? Immer noch Lastwagen? International Transports. Oh. Riesenfirma. 4 Mitarbeiter. Viel Umsatz, wenig Profit. Ja, ja. Was wollen das werden, wenn es fertig ist hier? Hey Oliver, ist alles okay? Ja. Wir trinken nur was zusammen. Toni, das ist mein Freund Oliver und Oliver, das ist Toni. Verstehe. Weil er jetzt da ist, darfst du nicht mehr mit mir trinken. Richtig. Ich kann eine Kacke selber. Sag mal, spinnst du, Oliver? Bist du hier in der Freizeitrambo oder was? Ja, ganz genau. Oliver, wir gehen. Tschüss, danke, Toni. Kinder heißt doch auch? Zwei Jungs. Der eine arbeitet in Berlin und der andere soll die Firma übernehmen. Kannst du mal sehen, wie man sich in einem Menschen täuschen kann? Ich habe damals immer gedacht, der Otto, der bleibt sein Leben lang ein kleiner Elektriker und fertig. Oh. Doch, habe ich gedacht. Und wo ist dein Junge? Tja, der treibt sich hier irgendwo rum mit seiner Freundin. Läuft wohl nicht so gut mit ihm. Er ist 25. Tja, sollte eigentlich das Hotel hier unten leiten, aber der hat überhaupt keinen Sinn für Realität. Wir haben ihn wahrscheinlich zu sehr verwöhnt. Ja, nimm mal ruhig Blut, der kriegt sich schon noch ein. In dem Alter müssen sie sich ein bisschen austoben. Herr Groschen kann ja noch fallen. Ich muss schwer aufpassen, dass er nicht abrutscht. Erinnere dich doch mal, was wir für Galgenvögel waren. Das war was anderes. Wir haben geklaut, weil wir nichts zu fressen hatten. Aber der klaut, weil ihm langweilig ist. Ich habe alles versucht. Ich habe geredet, ich habe gebrüllt, ich habe ihn enterbt.
Ich habe ihm sogar Verantwortung übertragen. Hat aber alles nichts genutzt. Ach, der hat ja noch nichts vom Leben gesehen. Der soll mal zu Onkel Franz auf den Truck kommen. Schönen Trip durch die Türkei machen. Wieso? Ich nehme ihn ein paar Tage mit. Zum Staubschlucken, verstehst du? Ich komme mit jungen Leuten gut klar. Mein Partner ist selber noch ein ganz junger Mann. Ahmed. Bist du Oliver? Ja. Komm mit. Komm. Das Geld? Wenn du den Stoff hast, habe ich das Geld. Warte hier. Das Geld. Oakland. Schicke Jacke hast du da. Zufrieden? Hm. Morgen bist du in Istanbul bei Ahmed. Sag du klar. Wie kommst du denn da hin? Mit dem LKW. Mit dem LKW. Ein Freund von meinem Alten nimmt mich mit. Der Alte. Na dann. Tschüss. Ciao. Hallo. Hallo. Das ist Oliver. Tag. Das ist seine Freundin Gabriela. Sehr angenehm. Hallo. Hallo. Sie fahren nach Istanbul, ja? Jawohl. Klasse, dann passiert endlich mal was. Ich habe bisher bloß das Hilton gesehen und den Flughafen. Das ist ziemlich ätzend, wenn man keinen kennt. Außerdem habe ich keinen Bock mehr auf den ganzen Dreck und die Bettler und das Zeug. Verstehen Sie? Das ist ziemlich ätzend. Na, wollen wir mal sehen. Vielleicht finden wir was, was nicht so ätzend ist. Männer, kleinen Moment. Leg das Ding nieder. Danke. Was ist mit ihr? Kann sie mitkommen? Natürlich. Ist auch eine lange Strecke. Kann ein bisschen eng werden. Wenn Sie wollen, können Sie mit meinem Partner mitfahren. Das ist der hübsche junge Mann, der da hinten kommt. Prima. Was will der denn hier? Was ist denn los? Kennt ihr euch etwa schon? Tut mir leid wegen Gäste. Ich war ein bisschen nervös. Gib dir ein Bier aus und die Sache ist vergessen, okay? Oder willst du Geld? Was ist denn das hier für ein Mann? Das ist mein alter Jugendfreund Otto Schaffer. Das ist sein Sohn Oliver. Und das ist dessen Freundin Gabriela. Und ich habe ihm versprochen, seinem Sohn ein bisschen die Türkei zu zeigen. Wie, der fährt mit? Ja, er bei mir und sie bei dir. Natürlich nur, wenn es dir recht ist. Kann ich mal kurz allein sprechen? Kleinen Moment. Das ist ein Riesenarschloch. Warum willst du den mitnehmen? Entschuldige, das ist der Sohn von meinem ältesten Jugendfreund. Da sagt man nicht ein Riesenarschloch, da sagt man höchstens, er ist ein bisschen schwierig. Ich habe mit dem einen tierischen Streit im Hotel gehabt. Warum? Warst du hinter seiner Kleinen her? Ich war nicht hinter ihr her, ich habe sie nur auf einen Drink eingeladen. Otto hat Probleme mit seinem Jungen und ich habe ihm versprochen, ihm ein bisschen, wie soll ich sagen, die Leviten zu lesen. Ich schwöre dir, mit dem kriegen wir einen tierischen Ärger. Wenn es Probleme gibt, das muss nicht sein. Ich komme auch anders nach Istanbul. Oliver, halt deine Klappe. Na, was soll das denn? Ich rutsche vor den Proleten nicht auf den Knien rum. Oliver! Was habe ich dir gesagt? Er ist ein Arschloch. Er ist ein Arschloch, aber es ist mir egal, verstehst du? Und warum müssen wir den mitnehmen? Weil wir ein gutes Herz haben.
Sie fährt bei dir und er fährt bei mir. Alles in Ordnung. Er brubbelt manchmal ein bisschen, aber ist im Grunde ein guter Junge. Na, dann steigt mal ein. Alles klar, ich hab mein Gepäck. Ciao. Ja, Mensch, ich wäre froh, wenn ich so einen netten Jungen hätte wie du. Ach, das tut meiner Seele gut. Wir sehen uns in 3 Tagen, halt die Ohren steif, also. Mach's gut. Du wirst auch nie schlau. Du hast doch schon in Frankfurt gedealt. Und da denkst du, du brauchst bloß ein Haus weiterzuziehen und kannst hier völlig weiter dealen, ne? Woher hast denn du das Geld? Kenn ich nicht. Ah? Wie wird der Stoff transportiert? Mit einem Truck. In einem Truck? Welches Kennzeichen? Marke? Keine Ahnung. Wie sieht der Typ aus? Klein. Jung. Deutscher. Haarfarbe. Oh. Kleidung. Eine schicke Jacke. Steht hinten was drauf. Oakland. Take 5. Na also. Was ist denn das für eine Musik hier? Das ist so gut, das kann man heute noch hören. Swing nennt sich das. Ja, das muss ja nicht sein. Weißt du, wie ich heiße? Nee. Willst du gern wissen? Naja. Ich heiße Franz. Ich heiße Oliver. Ich wette, mein Vater hat gesagt, sie sollen mich ein bisschen in die Mangel nehmen, stimmt's? Dich mitzunehmen war meine Idee. Von Mangel haben wir gar nicht gesprochen. Du hältst wohl nicht so viel von deinem Vater, was? Naja, geschäftlich schon, aber was mich angeht, irgendwie versteht er mich nicht richtig. Verstehst du ihn denn? Na klar. Er will, dass ich seinen Krämerladen übernehme. Ist aber nicht mein Niveau, verstehen Sie? Wenn ich Geschäfte mache, dann so richtig große. Ja, klar. Wo wirklich was bei rausspringt. Du fährst mit deinem Truck durch die Gegend. Ich meine, du scheinst ja ganz zufrieden zu sein. Aber ich könnte so nicht leben. Ich brauche was anderes. Und das nehme ich mir, verstehst du? Ich brauche niemanden. Deine Freundin? Gabriela. Naja, netter Zeitvertreib. Aber ich glaube, es gibt noch andere Weiber auf der Welt. Wenn du Geld hast, ist das kein Problem. Mein Gott, was bist du eine fiese Map? Irgendwie ist er ja ein seltsamer Typ. Ja, wenn man ihn nicht kennt. Aber eigentlich ist er total ängstlich, verletzlich, sensibel, fast sentimental. An Weihnachten, was? Pass auf, wenn du dich über ihn lustig machen willst, steig ich an der nächsten Ecke aus, alles klar? War doch nicht böse gemeint. Manchmal ist er ein bisschen cholerisch. Aber das ist er eigentlich nur, weil er nicht weiß, was er will und was passiert. Er hat halt Angst, dass er mich verliert. Liebst du ihn? Mama.
Ja. Ist es nicht langweilig, immer hinter dem Lenkrad zu sitzen? Nö, passiert doch immer was. Manchmal hat man sogar eine nette Begleitung. Ja, man kommt rum, sieht viel und verdient mindestens sein eigenes Geld. Ist eine Anspielung auf Oliver? Ich weiß, dass sie nichts auf ihn kommen lässt. Aber für mich ist er einfach nur ein Goldsöhnchen. Der kriegt's auch hinten reingesteckt, dass sie ihm vorne wieder rauskommt. Er hat's auch nicht immer leicht. Och, jetzt kommen mir aber gleich die Tränen. Warst du hier schon mit dem Zigeunerviertel? Und weißt du, was es heißt, es nicht leicht zu haben? Deutsche? Ja? Wie viele Personen? Zwei. Aussteigen. Passport. Was ist denn los? Wir suchen einen deutschen Junge. Klein, rote Haare, wie ihrem Alter. Worum geht's? Nichts, nur Kontrolle. Weiterfahren. Wiedersehen. Wiedersehen. Suchen deinen Unschuldslamm, das ist ja wohl klar, oder? Vielleicht gibt's noch andere rothaarige Deutsche. Klar, in der Türkei gibt's Millionen davon, die werden hier gezüchtet. Toll. Franz für Toni, bitte kommen. Hat wieder? Bitte melden, hier ist Toni. Eins, zwei. Franz für Toni, bitte kommen. Ja. Was gibt's? Pass auf, vor dir kommt eine Polizeisperre. Die suchen einen rothaarigen Typen aus Deutschland. Nicht sehr groß, eher klein. Also ich meine ja nur, falls du dem begegnest, den würde ich an deiner Stelle nicht mitnehmen. Wo stehen die? Ja, kurz bevor du den Fluss erreichst. Danke, Ende. Roger. Glaubst du wohl nicht, dass die mich suchen, oder? Soll ich zu der Sperre hinfahren? Dann könnte ich's rauskriegen. Dann verlierst du wahrscheinlich eine ganze Menge Zeit mit. Ich kann dich auch einfach rausschmeißen, dann verliere ich nur eine Minute. Tja, aber dann hast du keinen mehr, der dir so viel übers Leben erzählen kann wie ich. Sehr komisch. Du sagst mir jetzt, warum die dich suchen. Ist gut, ich sag's dir. Ich hab ein Auto geklaut. Ja, ich hab ein Auto geklaut. Und einen kleinen Unfall dabei gebaut. Ich habe ein Polizeiauto geklaut und dann bin ich abgehauen. Das war alles. Wenn du mich angelogen hast, gibt's Ärger. Weiter, oder? Nö, jetzt gehen wir erstmal lecker essen. Die besten Lammkoteletts im ganzen Orient. Dann lade ich ein paar Sachen auf. Dann fahren wir weiter. Wann sind wir in Istanbul? Morgen. Morgen? Wieso erst morgen? Ich hab gedacht, du hast doch gesagt, wir fahren heute nach Istanbul. Ich hab gesagt, wir fahren nach Istanbul und sonst gar nichts. Naja, ich wäre halt ganz schön heute da gewesen. Aber morgen ist ja auch okay. Hallo. Na, wie geht's? Alles klar. Hast du schon für mich bestellt? Klar, wollte schon an. Nee, da kommst du mal kurz, ich muss dir was zeigen. Das Essen kommt gleich. Das macht nichts, das dauert nicht lange. Das ist wichtig, komm. Entschuldigung. Ich komm gleich wieder. Na, was habe ich dir gesagt? Die Polizei sucht ihn, weil er mit einem geklauten Auto einen Unfall gebaut hat. Ah. Danke. Na, das glaubst du ihm? Wie das schon duftet, hä?
würde ihn rausschmeißen. Deine Gutmütigkeit bringt dir doch nur Ärger. Einem Menschen zu vertrauen, ist immer auch ein Risiko. Man kann auf die Nase fallen. Aber wenn ich so machen würde wie du, dann würden wir beide uns zum Beispiel gar nicht kennen. Das wäre doch schade. Ich würde die Pfeife trotzdem rausschmeißen. Also, was wolltest du mir zeigen? Jetzt war's doch ab, gleich. Oliver, was ist los? Warum sucht dich die Polizei? Hör zu, dieser Idiot will erst morgen nach Istanbul. Ich weiß, na und? Ich muss aber heute Abend schon da sein. Wieso? Geschäftlich. Kommst du mit? Was für Geschäfte? Was machst du denn? Kommst du mit? Wenn du mir sagst, was das für Geschäfte sind. Also, heute Abend geht's los. Heute Abend habe ich 200.000 Eier im Kopf. Du spinnst ja. Hey, gab's dich wirklich an, oder was? Oliver, warum sucht dich die Polizei? In dem Truck da hinten ist Koks drin, verstehst du? Kokain, und zwar im Wert von 200.000 Mark. Wie bitte? Du bist ja verrückt. Natürlich bin ich verrückt. Hey, man muss verrückt sein, um es zu was zu bringen. Also, kommst du mit? Hey, entscheide dich, wir haben keine Zeit mehr. Wie willst du denn überhaupt nach Istanbul kommen? Bestimmt nicht mit der U-Bahn. Schau mal, was ich hab. Das kannst du doch nicht machen. Natürlich kann ich das machen. Ich gebe ihn doch morgen zurück. Gabriela, ich mach keine Witze. Wenn das Zeug heute Abend nicht da ist, habe ich eine Menge Ärger an der Backe, verstehst du? Und zwar richtigen Ärger. Kapierst du, ich muss dahin. Was kann ich dafür, wenn dieser Idiot ständig Pausen macht? Also komm jetzt. Das ist wahnsinnig, ich mach da nicht mit. Also gut, dann bleib eben hier. Geh doch zu deinem Fernfahrer-Prolo. Aber eins sage ich dir. Du bist nicht die einzige Braut auf der Welt. Denk dran. Wo ist denn der Meerstong? Wieso, was ist denn passiert? Wo ist? Hat sich eine Stunde schlafen gelegt. Autos. Wie meinst du das? Ja, doch in Kuschadasi da hat sie auch schon einen Wagen geklaut, deswegen sucht ihn doch die Polizei. Lütfen, ein Telefon? Wen rufst du an? Die Polizei. Ich will nicht die Polizei. So, meinst du, er hat einen Bonus, weil sein Vater Kohle hat? Die Polizei sucht ihn nicht wegen Autodiebstahl. Sondern? Er hat für 200.000 Mark Kokain dabei. Er hat was? Er hat für 200.000 Mark Kokain dabei. Und das erzählst du mir jetzt erst? Ich hab's doch auch eben erst erfahren. Weißt du, was passiert, wenn die Bullen ihn damit erwischen? Der wandert für den Rest seines Lebens in den Knast und Franz mit ihm. Das ist dir doch wohl klar. Und? Hast du deinen Vater erreicht? Es fehlen 50.000 der Firmenkasse. Der hat ja vielleicht Nerven. Der beklaut seinen alten Herrn, um dealen zu können. Wo will er denn überhaupt hin? Nach Istanbul. Er muss heute Abend das Zeug abliefern. Mist. Ich hab's gewusst, ey. Ich hab's gewusst. Ach du Scheiße, da kommen die Bullen.
Scheiße! Das ist eine Macke von ihm. Ja, er verschluckt sich manchmal. Aber nur bei Fremden. Wie kommst denn du hierher? Das Schild da unten hast du nicht gesehen? 4 Tonnen für die Brücke. Und weißt du, wie viel er hier wiegt? 5-mal so viel. Ist das die Art, wie du deine großen Geschäfte machen willst? Indem du einem älteren Herrn, der dir vertraut, den Truck unterm Hintern wegklaust? Hey, lass mich los! Ich hab dich nicht gebeten, mich mitzunehmen. Das war dein Risiko. Wenn du so blöd bist und dir deinen Truck wegnehmen lässt, ist das dein Problem. Wenn ich dich mal auf einen kleinen Irrtum aufmerksam machen darf. Ich hab meinen Truck, hier steht er. Und was hast du? Hier, nimm dein Zeug mit. Nee, das glaube ich nicht. Er ist mit Sicherheit vorher rechts abgebogen. Das machen wir jetzt auch. Da ist eine Schlange. Die hat mich gebissen. Wo? Hier. Und? Ist sie tot? Ich glaube, die nennt man hier Bergottern. Echt? Muss ich jetzt sterben? Vor allem musst du dich jetzt nicht so sehr bewegen. Sonst breitet sich das Gift zu schnell in deinem Blut aus. Du musst sofort zum Arzt. Ich trag dich. Komm, halt dich fest. Hey, meine Tasche! Die ist jetzt nicht wichtig. Doch, ich muss sie mitnehmen! Die können wir morgen holen. Ich brauche sie aber heute! Kokain? Sag mal.
Du schmuggelst Stoff in meinem Truck? Was geht eigentlich in deinem Schädel vor? Du bist ja noch viel wahnsinniger, als ich dachte. Das sind 15 Jahre türkischer Knast. Und wenn sie das Zeug in meinem Truck gefunden hätten, dann wäre ich mit reingegangen. Dann hätte ich den Rest meines Lebens im Kahn verbracht, wegen so einem Schnösel wie dir. Wegen so einem Arschgeigenhansel. Tut mir leid. Ich lass dich hier liegen. Bitte nicht. Sag mir einen Grund, weshalb ich dich hier nicht liegen lassen soll. Ich weiß es nicht. Er ist von der Schlange gebissen worden. Oh mein Gott, Oliver! Du weißt schon, was unser Goldsöhnchen für Geschäfte macht, ja, ne? Er hat's mir erzählt. Er muss trotzdem sofort zum Arzt. Der nächste Ort heißt Gemlik. Weißt du, wie du fahren musst? Ja. Wenn's länger als 20 Minuten dauert, dann mach den Schal los, dann stirbt sein Bein ab. Ja, klar. Hopp, was ist dir? Die Tasche lass mal hier, um die kümmere ich mich schon. Hier. Danke. Da vorne hängt das Vieh über dem Busch. Nehmt's mit. Aber warum seid ihr nicht längst losgefahren? Ich habe eine kleine Reparatur. Was machen Sie denn hier? Ich habe Durchfall. Isal wollte ein bisschen in die Landschaft. Wir suchen einen deutschen Jungen. Rote Haar und jung. Wo ist er denn? Den habe ich nicht gesehen. Ich meine, an so einen würde ich mich ja erinnern. Was haben Sie in der Tasche? Toilettenartikel quasi. Wasser, Seife, Papier. Machen Sie ihn bitte auf. Kommissarim! Ceketi buldum. Bak. İşaretleri de var. Giy, giy. Ich? Ja, viel zu groß für die Jacke. Immer. Und hab ich rote Haare? Ich hab gar keine Haare. Also dann. Alles Gute. Mal ein bisschen. Ich bin ein Idiot. Statt meine erste Million zu verdienen, dass ich mir von der mickrigen Schlange den goldenen Schuss verpasst. Sei ruhig. Wir sind gleich da. Wie geht's ihm denn? Nicht gut. Da vorne kommen ja schon die ersten Häuser.
hier, Schlange. Ritter. Doktor. Hier, wo? Hä? Die Richtung. Doktor, ja, mitnehmen. Okay, Tamam. Ungefähr vor einer halben Stunde. Da habe ich schnell rauf. Ich hier rauf. Hier lang? Ja, hier auf. Wie läuft der Mäuse, den Schabuck? Aha, ein Bergwutter. Wird er durchkommen? Er hat eine gute Kondition. Er wird durchkommen. Sind Sie mit ihm verwandt? Ich bin seine Freundin. Er hat Probleme mit dem Kreislauf. Trinkt er? Nein. Raucht er? Manchmal. Drogen? Wo wohnt denn hier der Doktor? Doktor. Doktor. Kannst du mich dahin fahren? Ja, tamam, tamam. Okay. Ja, lass mich drin. Danke. Ich bin ja kerngesund! Komm auf, komm auf!
Arkadasch. Vielen Dank. Hier. Komm. Hier ist eine Zigarre. Ist was Gutes. Welche Tür? Ah, Tamam. Franz, hierauf. Wie geht's ihm denn? Ja, schon wieder okay. Hier, das ist Dr. Ünsal. Hallo. Sag, Herr Doktor, Franz Meerschlag. Na, muss sein Bein ab? Er ist robust und kräftig. Vor allem ist er ein derartiges Ekel, dass sich nicht mal das Gift an ihn rantraut. Recht haben Sie. Deswegen fahren wir auch sofort nach Hause. Was wird mit deinem Gepäck? Am besten, Sie schmeißen es einfach weg. Aha. Es wird noch dringend gebraucht. Was? Wieso? Wozu denn? Wenn du die Nerven behältst, sage ich's dir. Ja, ich glaube, hier ist es. Also gut. Du gehst rein, lieferst, kassierst, kommst wieder raus. Wenn sie dich fragen, warum es so lange gedauert hat, sagst du, du hast es nicht gefunden. Die Türken verstehen das. Die finden sich in ihrem eigenen Basar nicht zurecht. Behalt die Nerven. Okay. Oliver! Ich hab dich lieb. Ich dich auch. Hey, was machst du schon? Ich komme von Abtun. Abtun? Das war seine einzige Chance. Wenn er das nicht getan hätte, hätten wir auch nichts für ihn tun können. Wandern für ein paar Jahre hinter Gitter. Hier gibt es wunderschöne Gefängnisse. Und dich warne ich. So glimpflich kommst du beim nächsten Mal nicht weg. Das hast du ihm zu verdanken. Er hat auf uns eingeredet wie ein Orientale beim Falschen. Und dann, wenn ich du wäre, würde ich mich eine Weile hier nicht blicken lassen. Die Jungs in der Gegend sind ziemlich sauer auf dich. Und zum Verwechseln siehst du auch nicht aus. Okay, vielen Dank. Mhm. Vielen Dank. Gute Reise. Wiedersehen. Ja, das will ich nicht hoffen. Da war doch noch was. Oh, ach so, ja, stimmt. Das habe ich ganz vergessen. Es tut mir leid. Die gehören auch deinem Vater. Hey, ja, stimmt, danke. Der wird sich freuen.